Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben ja im letzten Part das Add-on abgeschlossen, fürs Erste. Sind wieder nach Corinis zurück, haben Diego erstmal seine Kohle gegeben. Der wohnt jetzt hier in diesem schnieken schönen Haus, also hat sich verbessert. Und ja, ich würde sagen, wir müssen uns jetzt mal wieder ein bisschen einfinden. Wir legen jetzt einfach wieder mal gemütlich los. Erzählst du noch irgendwas, Diego? Nö, läuft bei ihm. Gut. Ich check mal eben. Ach Mist, ich habe die Maus noch nicht eingestellt. Egal, wir werden das diese Folge so aushalten. Ich habe nämlich neu installiert mal wieder. Seit diesem Let's Play schon zweimal Windows neu installiert. Einmal auf Windows 10 einfach mal wieder sauber installiert. Das mache ich regelmäßig. Aber jetzt ist ja Windows 11 rausgekommen. Und ich bin ja gern so ein Early Adopter. Ich bin gern von Anfang an dabei. Also habe ich mir das gleich draufgemeldet. Hab ein Upgrade gemacht. Das funktionierte auch sauber. Also, ich war ganz begeistert, wie gut das Upgrade funktioniert hat. Hatte dann aber ein bisschen Probleme mit meinem Bluetooth-Kopfhörern. Lag aber mir selber, weil jetzt neu bei Windows 11 kannst du die Lautstärke des Gerätes im Gerät wieder separat von der Windows-Lautstärke steuern. Das gab's früher nicht. Und dann war das Headset einfach nur auf ganz leise gedreht. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, weißt du was, machst du doch lieber eine Clean-Installation. Hab alles clean installiert. Somit musste ich Gothic wieder neu installieren. Und soweit alles tutti. Ich habe nur vergessen, in der INI die Mausbeschleunigung wieder hochzustellen, weil die ist super langsam. Wir können aber gerade einmal an der Einstellung und Steuerung. Nee, ich war. War das hier? Nee. Spiel. Mausempfindlichkeit. Ich mach mal Volldampf und dann. Vielleicht wird's ein bisschen besser. Ja, ein bisschen. Geht wohl. So, Boss mal, Junge. Wo hast du dich schon wieder so lange rumgetrieben? Ich brauche neue Fälle. Hast du welche dabei? Bleib mal entspannt, mein Bruder, ja? Ich war ein bisschen unterwegs. So. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet? Nein. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wargen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Das hat er doch eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Das ist eine schlimme Sache. Sehr gerne. So, zeig mir mal deine Ware, mein Bruder. Zeig mir deine Ware. Das höre ich zum ersten Mal. So, erstmal schauen, was der so hat. Hat der vielleicht neue Ringe oder sowas am Start? Ich muss mal eben gucken. Er hat hier immer noch den Gürtel der Gewandtheit, da hat sich nichts getan. Aber er hat vor allen Dingen Pfeile für mich. Man weiß gar nicht mehr, nimm ruhig alle. So, ich weiß gar nicht, Ende. Warum er sich so aufregt. Ich weiß auch nicht, warum der sich so aufregt. Was soll das? Wird sich das jemals ändern? Ich check mal eben nochmal. Was die Leute hier so im Angebot haben, auch nochmal wegen Äpfeln. So, es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ja, das ist ja inzwischen kein Problem mehr. Es steht auch nur schwierig, nicht verdammt schwierig. Deswegen ab geht's. Hatten wir das nicht schon mal gemacht? Egal. Zeig mir mal deine Ware, mein Bruder. Zeig mir deine Ware. Du hast auf jeden Fall keine Äpfel am Start. Schade, schade. Hätte ja sein können, ne? Weitermachen. Wir müssen nur kurz mal gucken. Also wir gehen einmal kurz die Händler ab. Und wenn wir die soweit durch sind, dann legen wir wieder munter los, ne? Das ist aber cool, was wir machen müssen. Wir sind eigentlich auf der Suche, den davongekommenen Magier zu finden, der ja das Ding geklaut hat. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt. Vatras, Junge, wie geht's dir? So, die Vermissten sind wieder zurück. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Ja. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos, segne diesen Mann. Erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Hoffen wir das Beste, ne? So, es wäre verdammt schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. So weit sind wir noch nicht, da brauchen wir Decks bis 100. So, ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Gut, ich werde deine magische Kraft steigern. Das ist nett von dir. So, deine Ablöse ist auch da. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Aber sowas von. Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Du kannst das Beste hoffen, ne? So, was hast du denn noch? Heile mich. Nö, das passt erstmal. Danke, das war's, ne? So, ist das deine Ablöse hier? Mixier ist da, hey. Ja. Na, Mixier, wie geht's dir? Freust du dich hier? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben, oder was? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakendar vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Corinis noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Oh, ich bin jetzt der Bewahrer. Das ist ja schön.
Alles klar, weitermachen. So, erstmal bin ich der Speicherer. 149, meine Lieben. Es geht voran, es geht voran. Bin ich schon, also es ist zum Glück noch ein bisschen, ne? Der ein oder andere hat ja schon ein bisschen falsch verstanden, wo ich meinte, wir nähern uns dem Ende. Da meinte ich, wir nähern uns dem Ende des Add-ons, nicht dem Ende des Hauptspiels. Grüße gehen raus an den Falken. Hier geht noch ein bisschen was, ne? So, habe ich eigentlich in diesem Kapitel schon deine Prophezeiung abgeholt? Ich glaube, ja, ne? Abijin? Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ja, schwierig ist ja kein Problem. Schwierig kriegen wir hin. Gönnen wir uns mal. Dankeschön. So. Nee, Weissagung haben wir schon. Okay. Dann gucke ich nochmal bei den Händlern vorbei. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Lernpunkte? 10 Stück. Das reicht vielleicht ein bisschen, upala, Bogen zu lernen. Wo sind wir denn dran? Ich gehe mal, wenn ich alle meine Geschicklichkeitssachen ablege. Lass mal eben checken. Alles ablegen, was wir haben. Also, hier ist kein Geschick dabei, ne? Ne. Zack, zack, zack. Dann sind wir bei einem Geschicklichkeitswert von 75. Heftig. Ja, da kann ich jetzt leider keine 5 draufballern. Da müssen wir jetzt 4 machen. Und danach wieder ein 5er. Bartok, hey. Bruder. Ach nee, scheiße, der kann das nicht. Okay, ich muss mal eben kurz ein Momentchen gehen. Wir gehen kurz einmal an die Kai-Mauer und lernen dann dort kurz Geschicklichkeit. Wobei, das kann mir bestimmt auch Diego vorbeibringen. Komm, dann gehen wir lieber zu unserem Kumpel Diego. Der ist auch nicht so weit. Der freut sich doch, wenn wir da mal wieder auftauchen. Und uns ein bisschen was abholen. Dann machen wir das. Dann gucke ich noch bei den anderen Händlern vorbei. Und dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Streifen ein bisschen durch die Gegend. Töten alle Leute. Wir sollten jetzt eigentlich keine Probleme mehr mit den Mützenmännern haben. Zum einen haben wir unseren Bogenskill krass verbessert. Also das sollte schon ein bisschen was gehen jetzt. So... Diego, mein Kumpel! Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja klar. Sag es mir einfach, wenn du soweit bist. Ich bin immer ready. Ich hätte gern. Bring mir mal was bei. Bring mir was bei. Ich kann dich lehren, geschickter zu werden. Das will ich. Ein Geschicklichkeit kostet 3 LP. Ja gut, dann gehen eh nur 3 Stück. 1, 2, 3. Ende. Du bist beweglicher geworden. Weiter so. Danke, danke, Ende. So, mit meinen Ringen. Ring der Geschicklichkeit, Ring der Gewandtheit. Wir brauchen noch einen Ring der Geschicklichkeit. Es gibt, glaube ich, auch noch einen. Wir brauchen noch einen Ring der Geschicklichkeit. Ich glaube, bei den Piraten hat einer einen. Ohne Scheiß, wir müssen noch mal gucken. Mir hatte jemand in den Kommentaren eine schöne Liste gemacht, wer noch Ringe für mich hat. Und es gibt noch einen weiteren Ring der Geschicklichkeit. Wir können natürlich auch ein Amulett der Geschicklichkeit nehmen, weil eigentlich kommt ja keiner nah genug ran, als dass wir so ein Schutzamulett brauchen, ne? Amulett der Kraft könnte man auch noch machen. Stärkebonus, Geschicklichkeitsbonus, jeweils 4. Gönnung. Ich glaube, das mache ich erstmal. Ernsthaft. Okay, und wenn wir uns jetzt noch einen Ring der Geschicklichkeit holen, dann kommen wir da schon deutlich weiter. Wo sind wir denn jetzt mit Geschicklichkeit? Wir sind jetzt bei Geschick 100. Jetzt können wir auch verdammt schwierig regeln. Und wir können vor allen Dingen gucken, ob wir vielleicht den nächsten Bogen tragen können. Aber jetzt ernsthaft, wenn ich mir jetzt noch, weil wir brauchen den Schutz, glaube ich, nicht so wirklich. Höchstens mal, wenn Orks auf einen zukommen und dann nah rankommen, aber besser ist ja, wir plätten die, bevor die bei uns sind. Ne? Das ist ja eigentlich der bessere Weg. Also ich versuch's mal so. Wir haben ja immer noch die Rüstung an. Läuft. Bei wem wäre denn jetzt verdammt schwierig gewesen? Ich glaube bei Saturas. Und dann können wir dem auch mal eben seinen Geldbeutel abnehmen. Und wir gucken mal weiter. Irgendjemand hat hier 100 pro noch einen Ring der Geschicklichkeit am Start. Bei den Piraten spätestens. Sonst müssen wir gleich nochmal kurz nach Yakandar gehen. Und... Ah, wobei, das ist so weit weg. Aber das wäre nochmal ein Geschicklichkeitsboost von 2. Und dann gibt es vielleicht noch einen besseren Gürtel oder noch ein besseres Amulett. Naja, mal gucken. Bäume und Tiere. Jetzt checke ich mal bei ihm, ob er ein paar Äpfel vielleicht am Start hat. Karangong, guten Tag, zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Valentinos Ring, ja, den brauchen wir nicht. Und auch leider keine Äpfel am Start. Ne, gut. Dann kurz einmal zu Saturas, bevor der weg ist, eben auch noch seinen Geldbeutel wegnehmen. Braucht er ja nicht mehr, ne? Atras Bruder, es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Hä, jetzt ist es nur noch schwierig? Ah ne, verdammt schwierig. Verdammt schwierig ist bis 100. Müssten wir jetzt hinkriegen.
Läuft, Leute. Haha, sehr gut. Haha. Ja, geil. Okay, ich freue mich. Ich bin glücklich. Das wird super. Super wird das. So, jetzt gucken wir kurz nochmal bei den Ständen vorne und dann legen wir einfach los. Wir waren auf der Suche nach dem Typen, der abgehauen ist bei den Feuermagiern. Und ich würde sagen, dann machen wir das erstmal weiter. Wenn ich nicht noch andere Nebenquests habe, können wir gleich mal gucken, was da noch so offen ist. Mir wäre so, als wäre ich hier schon durchgegangen und habe mit den ganzen Leuten geschnackt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Baltram? Das ist mal wieder typisch. Zeig mir deine Ware. Zeig mir mal deine Ware. Du hast ein Amulett der Lebenskraft. Tangiert mich nicht so sehr. Tschüss. Wirklich? Das ist ja interessant. Was hast du denn so am Start, Kanta? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Such dir was aus. Er hat hier Amulett der Geisterkraft, Mana und einen Mana-Bonus-Ring. Tangiert mich auch nicht, aber ich kann hier mal ein bisschen Zeug verkaufen. Rudenmacht. Hier, wir haben hier die gute Betty irgendwo auch am Start. Da müssen wir aufpassen. Betty heben wir auf. Das ist eine Geschicklichkeitswaffe. Wir haben auch noch 10 Geschicklichkeit, dann können wir die nämlich nehmen. Aber hier Rudenmacht zum Beispiel, das kann eigentlich weg. Die Rubinklinge kann auch weg. Wenn die cool ist. Bartaxt kann weg, weg. Das ist mal wieder typisch. Der Morgenstern kann weg, 2 schwere Orkdinger. Ein Piratensäbel kann weg, weg, weg. Klinge, die Belia-Klinge dürfen wir natürlich noch nicht verkaufen, das wäre ein bisschen übel. Die Klaue Belias, die heben wir mal lieber auf. Das kann weg, das kann weg. Die Degen können weg, 12 rostige Schwerter können weg. Die Knüppel kommen alle weg. Die Sichel kann weg, der Dolch kann weg. Die magische Armbrust heben wir mal. Ja, wobei ich kann keine Armbrust schießen. Ich heb sie trotzdem mal auf. Den Upala. Was jetzt passiert? Okay, warte. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Da war ich gerade in seinem Fenster gefangen. So, der magische Bogen bleibt. Der normale Bogen kann weg. Er erzählt alles weiter. Ja, passt erstmal. Okay, das war's. Kein Geheimnis mehr. Ich muss weiter. Muss los, von ne? Mir aus. Bruder muss los. So. Daron, habe ich deinen Geldbeutel schon geklaut? Okay, sieht so aus. Dann schnacken wir mal weiter. Wie sieht's bei dir aus? Jora, moin. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hast du ein paar Äpfel oder sowas am Start? Du hast 50 Pfeile, die nehme ich doch ganz gerne. Amulett der Eichenhaut. Bringt uns hier nicht weiter, ne? Danke. Dann haben wir hier noch den guten Hakon. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. So ein paar Gürtel hier. Ledergürtel, Milizgürtel, Gürtel der Abwehr. Das ist ja interessant. Nope. Das Ende. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Dö. Zuris, na? Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Alter, 34 von den Dingern. Ja, könnte man sich schon mal irgendwie gönnen, würde ich sagen, oder? Können wir mal ein paar. So. Du hast ein Amulett der Erleuchtung, Lebensenergiebonus, Mana-Bonus, Gürtel der magischen Abwehr. Ne, juckt. Sonst auch nichts am Start. Hier noch so ein Buch. Die göttliche Kraft der Gestirne. Wie sieht's bei Zaubern aus? Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Wolfrufen, Unwetter, Windfaust, Blitz, Schlaf, Blitzschlag, Licht, Eiswelle, Eisblock, Feuerpfeil, Feuerregen. Feuerregen kaufen wir jetzt auch immer. Ich habe gehört, das soll wohl sehr gut gegen die Orks sein. Das ist ja schrecklich. So, danke Zuris, dann haben wir das auch. So, dann kurz pennen gehen, damit der Regen aufhört. Das ist ja schrecklich. Was wollte ich dann noch machen? Ich wollte irgendwie nochmal an den Hafen und ich habe vergessen warum. Ah ja, ich wollte hier unseren Silberkram losschlagen. Dann haben wir den auch weg. Habe ich deinen Geldbeutel schon geklaut, Hanna? Okay. Der ehrenwerte Lord Hagen. Das ist so geil. Das hat auch dann die Gespräche der Leute auf das eingehen, was wir angestellt haben. Ist einfach cool. Und das, wenn man überlegt, das Spiel ist so alt, ja? 20 Jahre hat es auf dem Buckel und die haben das damals schon gemacht. Ist doch verrückt. Einfach nur verrückt. So. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz hier oben bei der Miliz vorbei. Ich glaube, bei denen habe ich auch noch nicht alles gemopst. Das können wir immer machen. Mal gucken, ob ich bei denen allen schon die Geldbeutel geklaut habe, weil wir haben ja jetzt, sind jetzt krasser drauf, was das Stehlen angeht. Da geht noch ein bisschen was. Wulfgar, habe ich deinen Geldbeutel schon? Hey.
Nee, okay. Wulfgar hat schon keinen Geldbeutel mehr. Aber hier, ich glaube, seiner, der ist noch da. Den können wir doch mal eben... Na, Lord André, wie sieht's aus? Ich habe einige verschwundene Leute retten können. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle? Das war eine große Tat. Danke. So, ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Habe ich da welche? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ich komme später wieder. So, wegen der Diebesgilde. Ich bin ja Fan der Diebesgilde. Ich bin ja Teil der Diebesgilde. Das lassen wir mal schön. So, gut, dann passt das hier auch. Wir können mal gucken, was er im Angebot hat. Ja, ich weiß, heute ist nochmal so eine Verkaufen- und Kaufen-Folge. Hilft nix. Pack, mein Bruder. Der hat gar nichts im Angebot. Wie sieht's bei ihm aus? Mortis! Hey, du! Da kann ich nur stärker werden. Okay. Ich move mal wieder, ne? Ihr macht das schon. So. Super! Dann gehen wir nochmal kurz. Jetzt könnte man natürlich eigentlich auch nochmal nach oben gehen. In das obere Viertel und gucken, ob man da noch Leute mit Geldbeutel schwierig hat. Nö, ich wollte auf jeden Fall nochmal nach unten. Ah ja, wegen meinem Silber. Lass uns eben erstmal das Silber verhökern, sonst vergesse ich das wieder. Ach, ist das was schön, wieder hier zu sein. Ich muss sagen, Addon hat mir sehr gut gefallen. Aber ich bin auch froh, jetzt wieder in Kurinis zu sein. Kurinis ist einfach, es ist die City. Ja, es ist die City. Es ist so. Da fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich geborgen. Super ist das hier. Irgendjemand muss die Arbeit machen. So ist das. Irgendwer muss die Arbeit. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht dran. Das ist mal wieder typisch. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Nee, muss auch echt nicht sein. So, hier. Havlor, Junge, pass auf. Es wäre schwierig, sein Geldbeutel zu stehlen. Gib mal her. Erstmal klaue ich ihm sein Gold und dann habe ich hier Teller und Kelche für dich. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 400 Goldstücke. Ja, gönn mir. Okay. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Ja, aber komm besser morgen wieder. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Ja, schon klar, schon klar, schon klar. Weitermachen, ne? Hau rein, Bruder. Ich weiß nicht, warum keiner auf dich hört. So, jetzt gehen wir einmal noch mal kurz ins obere Viertel. Gucken, ob wir da noch was klauen können. Oder hier habe ich dir auch schon bei dem Barkeeper geklaut. Mo schon geklaut? Ey, Mo. Mo können wir nicht beklauen, aber mal sehen. Haben wir den Barkeeper schon beklaut, Cardiff? Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel. Komm, gib her. Man muss auch mal wieder ein bisschen Geldbeutel stehlen. Wie sieht's bei Nargur aus? Such dir jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich hab nichts mehr für dich. Ist ja gut, sei doch nicht so abweisend. Wir sind doch immer noch, naja, Kumpels, weißt du? Irgendwie, habe ich gedacht. Aber offensichtlich ja wohl nicht. Das ist mal wieder typisch. Ja, typisch ist das. So, dann eben kurz nochmal auf nach oben. Klaue ich mich auch nochmal durch die obere Gesellschaft. Und dann würde ich sagen, ab geht die Luzi, ne? Wir haben auch vor allen Dingen noch ein paar... Wir haben noch ein paar Schattenläufer, die wir platt machen können. Wir haben einiges noch zu tun. Wir sind gar nicht aus dieser Pyramide rausgegangen. Das war ein bisschen dumm. Vielleicht sollten wir das doch noch machen. Ist das wirklich wahr? Weil da sind noch Schattenläufer, da sind noch Gegner. Vielleicht sollten wir noch mal eine kleine Tour erstmal durch die Gegend ziehen. Monster killen, die noch rumlaufen. Ich habe ja noch einige Schattenläufer da rumstehen, die wir noch platt machen können. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Ja, ich sag's ja auch nicht dir, ich sag's den Kollegen hier. Ist das wirklich wahr? Ritter, Stadtwache. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, Mann. Hier erfährt keiner was. Mal sehen, ob ich die hier schon alle beklaut habe oder ob da noch was geht. Wie sieht's denn bei dir aus? Albrecht. Okay, Albrecht habe ich schon beklaut. Ich check mal eben noch hier die... Ihn hier. Habe ich dich schon beklaut, Lord Hagen? Ja. Alter, ich habe die alle schon beklaut. Ist okay, dann verpisse ich mich wieder. Tschüss. Judy, dann legen wir jetzt einfach los, würde ich sagen. Ab geht die wilde Fahrt. Wir könnten mal kurz bei, bei Xardas vorbeischauen. Oh, ist das schon wieder soweit? Ja, Hahn, ist gut. Bleib mal entspannt. Ja, ja. Okay, aber wir sind jetzt vorbereitet. Es kann jetzt munter weitergehen. Das heißt, nächste Folge geben wir Gas. Ne? Das ist jetzt ein bisschen Micromanagement gewesen, aber nun geben wir Gas. Meine Lieben,
Ihr habt den Hahnkrähen gehört und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, ne, dann lasst ihr mal schön entspannt die Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.